Wir haben uns überlegt, ein kleines Video für euch vorzubereiten, herzustellen. Wir haben allerdings keine professionelle Kamera, sondern nur ein ganz normales Handy. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr einen kleinen Eindruck kriegt von uns hier in Ghana. Natürlich hätte ich auch schreiben können, aber schreiben ist viel zu unpersönlich für das, was wir hier euch sagen wollen. Ich grüße erstmal ganz herzlich unseren Verein, lieber Ralf, lieber Stefan, alle Leute vom Verein, ganz, ganz besonders Arne. Du bist im Grunde die Hauptperson in dieser ganzen Angelegenheit, denn du hast das möglich gemacht, deine Schule für uns zu begeistern. Und vor 2 oder 3 Tagen habe ich deine Mail bekommen, dass ihr eine Aktion durchgeführt habt und dass die so ein unglaubliches Ergebnis erbracht hat. Und ihr wollt das uneingeschränkt uns zur Verfügung stellen für uns hier. Und ich glaube, man merkt mir sicher an, dass ich sprachlos bin und so ein bisschen vor mich hinstottere. Dazu muss ich sagen, dass ich natürlich auch das Filmen nicht gewöhnt bin, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ich grüße natürlich ganz besonders unsere neuen Freunde und ich hoffe, dass wir vielleicht wirklich eine richtige Freundschaft entwickeln können, dass wir uns persönlich kennenlernen können, denn was ihr für uns hier tut, ich glaube nicht, dass ihr euch das richtig vorstellen könnt, was das bedeutet, dieses Geld zu bekommen und wie viel wir damit machen können. Ich kann nur sagen, Dankeschön von ganzem Herzen. Möge der Segen, der da drin liegt, in dem, was ihr da zusammengebracht habt, auch euch zukommen und eure Schule beeinflussen und nicht nur unsere. Und ich hoffe einfach, das ist der Beginn einer richtigen, guten Freundschaft und Zusammenarbeit. Hoffentlich finden wir Wege und Dinge, dass wir auch etwas zurückgeben können, an dem ihr Anteil habt und das eure Schule bereichert. Ich schlage vor, ich höre jetzt auf zu reden, das ist sowieso langweilig, und wir gehen ein klein bisschen durch diese Schule. Ich erkläre ein bisschen was zu unseren Räumlichkeiten, zu unseren Problemen und vor allen Dingen, warum wir euer Geld so gut und so dringend gebrauchen können. Denn dieses Haus, in dem ich mit der Schule hier vor 5 Jahren angefangen habe, ist eigentlich ein Familienhaus, das ist gemietet, und wir sind hier mit unseren Aktivitäten und besonders eben mit der Möglichkeit zu expandieren ausgesprochen begrenzt. Und wir managen einfach. Also managen ist überhaupt die Qualität in Afrika. Man muss alles irgendwie improvisieren und managen. Und wenn ich mir überlege, dass wir inzwischen 150 Kinder waren wir zu Beginn des Schuljahres, und wir haben in diesem ersten Halbjahr sage und schreibe 40 neue Schüler dazu bekommen. Und wir platzen einfach aus allen Nähten und brauchen einen neuen Platz, wo wir für unsere Bedürfnisse neu bauen können und die Schule auf einen richtig festen Grund stellen können. So, also dieses hier ist unser Büro. Das war ursprünglich auch mal ein Klassenraum, aber wir haben dann draußen ein bisschen angebaut und können diesen Raum hier als Büro benutzen. Wir haben seit neuestem auch einen Computer hier. Der Verein hat uns auch einige Laptops zur Verfügung gestellt. Wir haben aber hier für das Büro jetzt einen Computer, der für die Arbeit, die wir hier machen können, völlig ausreicht.
Wir gehen jetzt mal weiter hier durch. Mein Kameramann, der wird mir unauffällig folgen. Und der erste Raum, das ist das eigentliche Wohnzimmer des Familienhauses. Das benutzen wir für unsere Krabbelbox. Wir gehen hier mal rein und schauen, was wir jetzt gerade hier machen. Okay. Hallo! 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 How are you doing? How are you? Thank you. And you wipe that book again. Also, man kann sehen, dieser Raum ist sehr dunkel und die Größe der Gruppe ist Maximum, das wir hier unterbringen können. Wir gehen mal ein Stück weiter. Ich kann vielleicht noch mal gerade vorstellen, Madame Bridget und Madame Eunice, das sind unsere beiden Kindergartenleiterinnen, Betreuerinnen. Dieses hier ist unsere Toilette. Ja, geh mal einfach rein. Das ist die einzige Toilette, die wir hier in der Schule haben für alle Schüler und für alle Lehrer. Die teilen sich diese sanitäre Anlage. Und ich muss dazu sagen, für ghanaische Verhältnisse ist das schon Luxus, weil es eben eine richtige Spültoilette ist mit Abwasserrohr und allem. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Für uns aber ist es mit das größte Problem. Und wir haben bereits einen Toilettenanbau in der Planung. Sollte allerdings jetzt es sich tatsächlich verwirklichen lassen, dass wir Land kriegen, werden wir natürlich kein Geld mehr in dieses Grundstück stecken, sondern alles geht dann in den Neubau. Denn was immer wir hier machen, kommt letztendlich nur dem Vermieter zugute, der nichts, überhaupt nichts an diesem Gebäude tut. Das ist hier in Ghana so üblich. Als Mieter hat man sozusagen keine Rechte, keine Möglichkeiten. Man ist auf die Gnade des Vermieters angewiesen. Wenn er einem hilft und das Haus und Grundstück in Ordnung hält, ist man glücklich. Wenn er es nicht tut, dann hat man eben Pech gehabt. Und wir wollen natürlich möglichst nur das machen, was für uns notwendig ist. Und wenn wir hier weggehen können, dann werden wir ausgesprochen glücklich sein. Wir gehen jetzt mal weiter. Der nächste Raum ist ursprünglich Garage gewesen und wir nutzen ihn auch als Klassenraum für unsere Kindergartenkinder. Good morning. Good morning. Madame Ella ist die Klassenlehrerin und die Betreuerin dieser Kindergartengruppe. Ihr seht, unsere Kindergartengruppe hat auch richtigen Unterricht. Natürlich spielen die ganz viel, singen ganz viel, gehen nach draußen. Wir haben glücklicherweise hier ein ganz schönes Grundstück, aber sie haben auch jeden Morgen richtigen Unterricht. Und wenn man mal auf die Hefte schaut, wir können mal ein Heft zeigen. Die Kinder schreiben Zahlen und Buchstaben und lernen ganz fleißig schon, um sich für die erste Klasse vorzubereiten. So, nun gehen wir nochmal weiter. Hier kann man auch sehen, also wenn ihr mal guckt, wie die Kinder an den Tischen sitzen, also der Platz ist absolut ausgeschöpft. Wir können hier keine weiteren Schüler unterbringen. Und den Klassenraum, den wir jetzt anschauen, den haben wir jetzt eingerichtet, ganz neu. Ursprünglich ist das eine Art Veranda für das Haus gewesen. Und wir haben jetzt hier eine Abtrennung eingebaut und haben auch diesen Raum als
Klassenraum gerufen. Good morning. Das ist die Klasse 4, die jetzt hier in diesem Raum untergebracht ist, mit ihrem Klassenlehrer Sir Isaac. Sir Isaac, we want to introduce our school to our German friends. That's why we are visiting you. Okay. Bye bye, we'll see you later. Man kann hier sehen, also auch hier der Platz ist ausgesprochen begrenzt. Wir konnten diese Klasse nur hier unterbringen, weil Klasse 4 zurzeit nur 8 Schüler hat und trotzdem, also die quetschen sich da eben auch rein. Dies ist eigentlich der Vorplatz der Schule und der Eingang des Hauses. Und hier, da haben wir in den letzten 3 Jahren peu à peu so ein provisorisches Gebäude erstellt, das man eben schnell wieder abreißen kann. Wie gesagt, dadurch, dass das Ganze hier nur gemietet ist, können wir hier kein richtiges Gebäude erstellen. Und dieses ist alles mit Holz und Spanplatten eben provisorisch, sodass wir ein Dach über dem Kopf haben und dass wir unterrichten können. Insgesamt sind in diesem Gebäude 6 Klassen untergebracht. Lass uns mal gucken, wie das aussieht. Dieses ist die Klasse 5 und 6. Sie teilen sich diese Klasse. Man sieht hier die Absperrung. Dahinter ist nochmal Bau für Schüler zu arbeiten. Klasse 5 und 6 ist eine Kombiklasse. Und in diesem Fall jetzt arbeiten sie zusammen. Sir Ebenezer ist der Klassenlehrer, der in diesem Schuljahr frisch angefangen hat und eine ganz ausgezeichnete Arbeit leistet. Und viele Fächer, wie zum Beispiel jetzt, haben sie Kunstunterricht, die machen sie zusammen. In anderen Fächern sind sie getrennt und arbeiten getrennt. Wir können mal einen Blick nach nebenan werfen. Das ist die Klasse 1 und die Klasse 3, die hier untergebracht sind. Auch hier sieht man, die teilen sich einen Raum. Wir haben nur eine Trennung hier eingebaut vorläufig. Madame Emma und Madame Lovia leiten diese beiden Klassen. Hier ist es zumindest einigermaßen lustig und nicht so heiß. Wir gehen mal weiter. Good morning. Dieses ist die Klasse 2, Madame Esther, die auch gleichzeitig meine rechte Hand ist in der Schule, meine Schulleiterin mit mir zusammen, hat die Klasse 2. Und hier kann man sehen, nebendran ist eine weitere Kindergartengruppe und ganz am Ende ist die Vorschulklasse. Wir haben hier noch keine Trennwände eingebaut, sondern behelfen uns eben ein bisschen mit Regalen. Die Kinder müssen sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen, sodass sie sich gegenseitig nicht so sehr stören. Erstaunlich ist die Fähigkeit hier sowohl der Lehrer als auch der Kinder, sich auf das zu konzentrieren, was sie tun und sich nicht ablenken zu lassen von dem, was nebendran passiert. Das hat mich sehr überrascht. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland das hinkriegen würden. Madame Esther, thank you very much for giving us a short space. We are going now around. We meet again under the tree. Okay, thank you very much. Thank you so much. Let's go. No. So, also das ist unser zweites Gebäude, wenn man das Gebäude nennen kann. Ich denke mal, in Deutschland würden wir Baracke dazu sagen. Und hier aber
muss ich ganz ehrlich sagen, als wir das Dach auf diesem, ja, auf diesem Gebäude hatten, waren wir so glücklich, dass wir eben Kinder nach draußen bringen konnten. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir müssen uns beeilen. Ich bin mal gespannt, ob wir das Video überhaupt fertig. So, das ist unser Hinterhof. Man kann hier sehen, das ist unsere Holzkohle. Unsere Küche arbeitet hauptsächlich mit Holzkohle. Wir haben auch einen Gasherd, aber meine Küchenfrauen sind Gas überhaupt nicht gewöhnt und kochen auf Feuer. Lass uns mal einmal ein Licht hier reinschauen. Das ist unsere Küche. Madame Akos ist unser Küchenchef. Und was sie dort isst, ist unser heutiges Mittagessen. Banku mit Suppe. Und Banku is already done. Yes. Oh, so, I wanted to see them how you pound it, but no problem. Also wir kochen in solchen großen Töpfen. Hier ist die Suppe. Dies ist Banku. Banku ist eine Art von der Konsistenz wie Kartoffelbrei, vom Geschmack aber komplett anders. Wird hergestellt aus gegorenem Maismehl. Ausgesprochen, ja, wie soll ich sagen, gewohnheitsbedürftig. Also meine Lieblingsspeise ist es nicht. Aber hier in Ghana ist es ein Nationalgericht und die Kinder und auch die Lehrer lieben das. Übrigens essen wir hier alle zusammen. Lehrer und Schüler haben jeden Tag das gleiche Essen, da machen wir keinen Unterschied. Und wir versuchen dafür zu sorgen, dass die Kinder gutes Essen bekommen. Madame Akos geht jeden Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe auf den Markt und kommt dann mit einem kleinen Lieferwagen zurück an Essen, das dann die Woche über verarbeitet wird. Wir haben jeden Tag eine andere Speise auf dem Plan. Etwas, was auch nicht unbedingt üblich ist, also viele Schulen kochen zwar, das ist hier so üblich, Schulen speisen auch die Kinder, weil wir morgens um 7 anfangen und Schulschluss ist nachmittags um 4. Das heißt natürlich, dass die Kinder zwischendurch essen müssen. Und in vielen Schulen gibt es jeden Tag Reis mit ein bisschen Soße. Wir haben eben jeden Tag etwas anderes. Wir haben außerdem Fisch und Fleisch auch auf dem Plan und Eier. Und jeden Morgen zum Frühstück gibt es neuerdings seit diesem Schuljahr Obst. Und ich bin sehr froh darüber, weil uns natürlich nicht nur die Bildung der Kinder am Herzen liegt, sondern ihre Gesamtentwicklung, ihre Gesundheit. Und unsere Eltern begrüßen das. Und an der Zahl, die in diesem Jahr dazugekommen ist, kann man auch merken, dass wir also wirklich Erfolg haben. Ja, dann wollen wir mal weitergehen. Ich habe alle meine Kinder schon vorbereitet und ihnen... Oh, jetzt regnet es wie verrückt. die haben sich jetzt unter dem Mangobaum versammelt und warten darauf, dass ich komme. Wir wollen mal schauen, wie das klappt. Lass uns mal schnell gehen. Also man kann jetzt vielleicht hören, was hier für ein Lärm ist, wenn es regnet. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Regen haben, dann stoppt der Unterricht und wir müssen warten, bis man sich wieder verständigen kann. Thank you.
sammelt sich eigentlich hin. Aber wir müssen schnell wieder machen. So, jetzt mussten wir eine Weile warten, dass der Regen sich beruhigt, weil man sonst hier nichts mehr verstanden hätte. Glücklicherweise ist so ein Regenschauer hier nicht lange und wir sind eben jetzt im Gebäude zurück. Unterm Baum hätten wir das nicht machen können. Unsere Kinder wollen sich auch gerne bedanken. Und Junior, komm mal her. Junior hat etwas vorbereitet. Und no, Junior, this is the camera, please. You just stand here and then you remember, you said you want to say something to our German friends. So, please. Guten Tag, ich bin Junior Vukania und ich gehe in die Klasse 5. Wir lernen Deutsch bei VB. Wir grüßen alle Da Vinci's in Deutschland und sagen tausendmal Dankeschön für eure super Spende. Thank you and God bless you all. Dankeschön. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz, dass du so gut Deutsch bist. You can go back. And I also want to call Madame Esther, because, ach nein, ich muss ja jetzt wieder Deutsch reden, dass ich nicht durcheinander komme. Die Lehrer haben nämlich auch einen Deutschkurs und lernen die deutsche Sprache. Und Madame Esther ist schon ziemlich gut im Sprechen und sie will auch etwas sagen. Hallo nach Deutschland. Ich bin Madame Esther und leite die Davis School mit Frau Bach. Wir Lehrer lernen auch Deutsch. Wir sind sehr glücklich. So, so dankbar. Jetzt ist unsere neue Schule kein Traum mehr. Vielen Dank. Tausendmal Dankeschön. Thank you so much and God bless you for your wonderful work. God reward your love and we love you so much. Happy Christmas. Can we all sing a Happy Christmas song? Oh yes, 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 very good idea. Also, wir wünschen euch allen ganz frohe Weihnachten und nochmals tausend Dank.